Hallo, Freunde der digitalen Unterhaltung. Hier ist wieder euer Ole. Heute geht es um den zweiten Teil der Challenges. Challenge 13 bis 24, damit ihr am Ende den Incursion-Umhang in euren Händen bzw. auf euren Rücken haltet. Heute beleuchten wir die Challenges, die ich als 13 bis 24 auserkoren habe. Diese sind schon schwieriger zu erreichen als die Challenges aus dem ersten Video. Aber wenn man weiß, wie man vorzugehen hat, durchaus realistisch zu erreichen. Identify 100 Unique Items. Dieses ist eine reine Fleiß-Challenge. Sammelt alle Unique Items auf und haut eine Scroll of Wisdom drauf. Das macht die ganze 100 Mal und dann ist diese Challenge erledigt. Der Durchschnittsspieler wird die 100 Uniques nicht in der ersten Woche finden, das ist klar. Aber in den 3 Monaten der League sind 100 Unique Items kein unrealistisches Ziel. Fully upgrade your Hideout. Für diese Challenge müsst ihr euer Hideout voll ausbauen. Um das zu können, benötigt ihr eine Master auf Stufe 7. Die Master levelt ihr, indem ihr deren Nebenquests erledigt und auch täglich die Tagesaufgaben macht, Dailies. Wenn man sich mit einigen Spielern zusammenschließt und diese Dailies regelmäßig macht, hat man die ersten Master nach einer Woche auf Stufe 7. Meine Empfehlung lautet, Haku oder Elrond zu forcieren, da diese am wenigsten Erfahrung benötigen, um Level 7 zu erreichen. Unter diesem Video ist eine Tabelle mit der benötigten Erfahrung für die jeweiligen Master verlinkt. Reach Level 90. Hier müsst ihr einen beliebigen Charakter auf Level 90 bringen. Wenn ihr in hohen Maps häufig mal sterbt, lauft etwas niedrigere Maps, denn das Sterben kostet jedes Mal 10% vom aktuellen Level. Achtet aber auch darauf, dass die Zone nicht zu niedrig ist. Umso niedriger die Zone, umso höher wird der Malus, den ihr auf Erfahrung bekommt. Unter dem Video ist eine Grafik zu dem Malus verlinkt, damit ihr wisst, in welchem Bereich ihr noch volle Erfahrung bekommt. Level up a gem to 20. Hier geht es darum, ein Skill oder Support Gem auf Stufe 20 zu bringen. Das ist sogar ein wenig einfacher als mit dem Char Level 90 zu erreichen, da die Gems bei eurem Tod keine Erfahrung verlieren und die Gems bekommen auch keinen Erfahrungsmalus, wenn das Zonenlevel zu niedrig ist. Kill these War Bosses. Hier muss man bestimmte Bosse in den Wahlzeit Areas killen. Ich habe euch mal eine Tabelle gebastelt, in welcher Wildset Area der jeweilige Boss auftauchen kann und wo diese potenziell zu finden ist. Diese Tabelle habe ich unter dem Video verlinkt. Außer die besagten Gebiete zu farmen, kann man auch ein beliebiges Azir-Fragment in das Map-Device werfen, um eine zufällige Wildset Area zu öffnen. Open Doors in Incursions. Hier müsst ihr in den Incursions 100 Türen öffnen. Hierzu sammelt ihr die Schlüssel auf, die von einem Monster in der Incursion fallen gelassen werden und klickt auf eine rote Tür. Ihr werdet bestimmt einige Versuche brauchen, um die 100 voll zu bekommen, aber da die Incursions in jeder Map auftauchen, hat man genügend Chancen, die 100 Türen in den 3 Monaten der League voll zu bekommen. Also verzagt nicht, wenn es einmal nicht klappen sollte. Complete these encounters 1. Diese Challenge besteht aus 4 Einzelaufgaben. Defeat a rare monster with inner treasure. Defeat any monster possessed by a torment embattler. Open Arcanist Strongbox und complete a map with a tempest active. Die Lösung für diese Aufgaben habe ich hier mal in diesem Video eingeblendet und die sind auch noch zusätzlich unter diesem Video verlinkt. Complete these encounters 2. In dieser Challenge geht es in 8 verschiedenen Maps, die jeweiligen Map-Bosse auf eine bestimmte Art und Weise umzubringen, bzw. bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Ich habe euch hier eingeblendet und unter dem Video verlinkt eine kurze Beschreibung, in welcher Map ihr die jeweiligen Aufgabe ausführen müsst und was genau zu tun ist, um die Challenge erfolgreich abzuschließen. Corrupt Gear.
Hier müsst ihr 8 verschiedene von den 10 aufgelisteten Items corrupten, um ein Implizit zu verändern oder zu erhalten. Der Implizit ist der Wert, der über dem Strich bei dem Item steht. Die Items müssen nicht zwingend Unique Items sein. Gute Rare Items lohnen sich jedenfalls auch zu corrupten. Bei einer 25%igen Chance pro Item werdet ihr ungefähr 32 Wahl-Orbs für diese Challenge benötigen. Je nach eurem Glück ein paar mehr oder weniger. Fulfill Prophecy Chains. Diese Challenge dreht sich um die Prophecies, die man von Nawali, der Lederfrau, für Silbermünzen erhält. Hier gibt es einige, die aus mehreren Teilen bestehen, sogenannte Prophecy Chains. Wenn ihr den ersten Teil einer Chain abgeschlossen habt, könnt ihr von Nawali den nächsten Teil dieser Prophecy Chain erhalten. Es ist auch möglich, sich einfach den letzten Teil einer Prophecy Chain zu erwerben und diesen dann zu laufen. Das wird ebenfalls als Abschluss gewertet. Ich empfehle euch, die hier markierten Prophecy Chains zu forcieren, da man hier 4 Keys erhält, die euch mit dem Map Device ein Portal zum Palecode öffnen. Diesen benötigt man ebenfalls für eine andere Challenge. Complete Unident Rare Maps. Bei dieser Challenge muss man unidentifizierte gelbe Rare Maps abschließen. Hier lautet meine Empfehlung, T1 bis T10 zu nehmen. Warum sollte man sich schwieriger machen als unbedingt notwendig? Diese Maps können entweder ganz normal gefunden werden, durch Corrupten entstehen oder über Peyote Trade gekauft werden. Complete Unique Maps. Hier gilt es, 14 von den 18 Unique Maps abzuschließen. Da Unique Maps nicht so häufig wie normale Maps droppen, lohnt es sich durchaus, diese Challenge mit einigen Freunden oder Gildenkollegen zusammen zu bestreiten. In der Gruppe kommen auch viel leichter einen Stapel The Encroaching Darkness zusammen. Folgende Maps würde ich persönlich in jedem Fall auslassen: Hall of Grandmasters, Perondus Mano, Oberst Cursed Trove. Das sind natürlich nur meine persönlichen Präferenzen. Das waren also Challenge Nummer 13 bis 24 und einige kleine Tipps, wie man diese erreicht. Demnächst kommt dann ein Video mit den nächsten Challenges von 25 bis 36. Diese sind dann teilweise schon sehr schwer zu erreichen. Was meint ihr? Sind diese 12 auch für euch auch noch schaffbar? Habt ihr vielleicht sogar schon einen körperlichen Umhang? Schreibt es in die Kommentare.